Die Axt, sie haut rein oder auch nicht, das werden wir gleich sehen in Resident Evil 7, der Demo, die wir seit einiger Zeit versuchen auszuloten. Hast du deinen Tusch bekommen gerade? Habe ich den? Oh, vielleicht war auch nur ein Tuschi. Ja, das ist auch schön. Hier, also ich fühle mich auf jeden Fall wirklich sicherer mit der Axt, auch wenn ich natürlich nicht sagen kann, wenn mich der Johnny von hinten erwischt, ob ich mit der viel anstellen kann. Wir hatten die Theorie ja nochmal geäußert, jetzt, wenn ich mit der Sicherung die Tür da oben aufmache, nicht ans Telefon gehe, aber an der hinteren Ecke, da waren ja lauter Bretter vor der... Genau. Und es waren auch Kisten und Puppen und diverse Sachen, die man potenziell zerstören kann. Hau mal auf so einen Ledersessel bitte einmal. Was irgendwie hier flitzen. Oh, geil. Ah, immerhin. Also ich... Wo bleibt denn die Klinge? Ah, okay. Das ist aber starker Lampenschirm. Ja, erwarte ich aber noch 2, 3 Varianten von diesem Flecken. Ja. Ja, wenn das fertige Spiel da ist, da, das ist ja. Prio 1 jetzt bei der Entwicklung. Finn Batzen schreibt auch gerade, mit der Axt kann man die Kisten und die Puppen zerstören. Merkwürdig ist nur, dass sich genau eine Puppe nicht zerstören lässt. Das sieht auch zerstörbar aus. Ja. Oh, warte mal. Ah, fick. Scheiße. Ich hätte vorher, glaube ich, die Sicherung holen müssen, weil die ist jetzt natürlich nicht mehr da, sondern nur der Hintertürschlüssel jetzt dahinter. Ach so. Dann hätte sie holen müssen, bevor das Video da ist. Aber ich gehe jetzt hoch und axte mal ein wenig. Mhm. Hol dich mal kaputt hier. Ah! Oh, angenehm. Was? Wir gehen alle nicht kaputt. Sind sehr stabil, die Pipis. Hm? Also nur die, nur die Kisten. Ich hab mich gerade. Ah, okay. Kann ich wieder. Ah! Nimm das, Puppe. Das ist ja fast schon Dead Space Ausmaß ja, hier. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt, nimm den Kopf noch und hau ihn in den Zombie-Geist an den Kopf. Wo ist der Kopf? Der ich höre das Flüstern höre ich jetzt wieder. Da ist er. Da ist der Kopf. Wow. Das war das Total Recall gerade. 2 Wochen. Das war der schlechteste Plan ever in dem Film. Habe ich mich beim ersten Mal gucken schon drüber geärgert. So. Stell dir vor, welche Frage wird gestellt? Wie lange wollen sie auf dem Mars bleiben? Alles klar, Antwort eingegeben, 2 Wochen. Wenn er noch eine Frage stellt. Ja, dann, okay, nein. Speicher reicht nur für 2 Worte. Ist eine tolle Szene. Ja, gute Effekte. Hier war jetzt. Warte mal. Hier war. Ja, genau. Hier. Hau die kaputt. Guck mal, die hat echt einen Stock im Arsch. Die Puppe. Da war es nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, ich kann maximal, da ich das Ding vorher nicht geholt habe. Ich kann die Tür jetzt auch machen und gucken, ob ich. Ja. Vielleicht kannst du auch noch hier den Filet rausschneiden, das noch gut ist. In meine Axt reinläufst, ist es deine Schuld. Ja, okay. Hack mal bitte mal auf dem Fleisch rum. Ich will nur wissen, ob das irgendeine andere, ob da auch so ein Katschen bleibt oder ob man da. Ja, aber ein anderes Geräusch, ne? Anderes Geräusch, und es ist tatsächlich ein Schnitt. Ja. Ja. Sogar mit Textur. Aber es ist nur so eine Innereien-Textur, ne? Die ja, so eine Standardtextur, genau. Ja. Naja, gut, wir wollen jetzt ja auch nicht. Das ist ja alles. Oh, da ist es ein bisschen, da ist es roter aus. Okay, also. Ich weiß, du willst dich jetzt schnell umdrehen, ne? Um die Axt in den Kopf zu hauen. Da kommt er! Nicht. Scheiße. Geh mal rückwärts. Welcome to the family, son. Verdammt.
Also er trägt eine Brille. Das heißt, er war nicht immer böse. Oh, das heißt, ich darf Brillenträger nicht schlagen. Doch, oder mit dem Finger penetrieren. Fingertrieren. Okay, aber dieses Video, das lässt mir ja keine Ruhe. Nee, mach du mal. Ich hab mich so eingechattet jetzt hier. So, dann ist das Wichtige aber erstmal die Sicherung holen. Genau. Das müssen wir eigentlich mal genau so machen, wie wir es machen müssen, ohne es zu wissen, was wir tun. Also. Hat der Satz irgendeinen Sinn ergeben? Nicht. Aber in dem Kontext war es absolut verständlich. Die Küche hat ein Fenster über der Spüle, wo das Rollo eine Ecke hoch ist. Stellt euch im Video daran, wartet einfach, bis der Moderator dahin leuchtet. Gibt noch 5 andere Stellen. Okay. Vielleicht ist das ja ein Geist Sighting confirmed. Bam. Warte mal, hat das. Haben wir das beim. Als wir das Video geguckt haben? Ja. Als wir hochgegangen sind dann und hier. Haben wir vorher das Video geguckt und dann das Telefon beantwortet? Oder waren wir einmal direkt beim Telefon? Wenn wir diese ganze Videoschose jetzt weglassen. Oh, ja, das weiß ich gar nicht mehr, ne? Wenn wir diesen ganzen Videoschnitt weglassen und jetzt hier die Tür aufmachen. Das ist eine sehr gute Frage. Klingelt es jetzt? Es klingelt. Also das wäre mein Axtplan eigentlich, dass man versucht, die Dinger wegzuwämsen. Gene Batson schreibt nochmal, jetzt mit einem L, vielen Dank nochmal. Ist in Ordnung, ich kann euren Namen ja auch nicht richtig aussprechen oder lesen. Bis auf das letzte Telefonat habt ihr soweit alles herausgefunden. Das Einzige, was einen verrückt macht, ist der Puppenfinger, der offensichtlich keinen Zweck erfüllt. PS, ihr macht eine geniale Arbeit zur E3. Beans for Life. Dankeschön, mein Lieber. Das ist vielen, vielen Dank. Schön. Oder war das wieder getrollt? Nein, ihm nehme ich das ab, weil er vor allem dich auch jetzt mittlerweile mit einem L schreibt. Also, ich habe es jetzt da mal weiter klingeln lassen. Ich hole die Zange. Ja. Hält das Baby. Mach auf. Also der Moderator, der leuchtet, ja. Zumindest, wir haben noch so knapp 10 Minuten. Das möchte ich zumindest noch einmal sehen. Also hier müsste es dann nachher erscheinen, ne? Im Video. Wenn der Moderator hier hinleuchtet. Das Geisterding. Ja, das ist es. Ja. Aber hier werden so viele bestätigte Geistersichtungen geschrieben. Ist das, hat das schon Loch Ness-Ausmaße? Ich hab's gesehen, auf jeden Fall. Also mein Bruder, seine Schwester, dessen Cousin. Warte mal, wenn ihr im Video seid und die Haustür vorm Haus aufmacht, also auch bekannt als Haustür. Ja. Und dann auf die Schaukel schaut, habt ihr eine Chance, den Geist einmal kurz zu sehen. Oder auch, wenn ihr an der Treppe vorbeiläuft, in der Kammer im Regal beim Vorbeilaufen. Okay, also muss man wohl in der Nähe von dem sein und dann sich gerade umdrehen. In irgendwie, Ecke ja. Gucken. Ja, ja. Wenn die Typen laufen, die bleiben an manchen Stellen stehen und triggern ja. Erst, wenn ich ja. In der Nähe bin, das Zeug passiert. Also man sieht es auf jeden Fall ganz kurz. So, jetzt ist aber Geister-Time hier. Ja. So, also wenn die Tür nachher hier aufmachen, das heißt nicht hier hingucken, sondern hier. Zur Schaukel, genau. Einfach mal. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Eine Axt. Hä? Haben die gerade was anderes gesagt? Nein. New plan. Schon immer. Ja? We do a walk through the inside okay. First, then we shoot the intro. Just like we always do. Just. Es sieht immer die ganze Zeit so aus wie dieser eine Schauspieler aus It's Always Sunny in Philadelphia. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Die sieht man auch wie nur so ganz kurz, aber das gehört sich auch für gute Geister. Ja. Jetzt? Auf zu achten. Are we rolling? Now let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? No. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Nee.
Tür war offen. Man sieht sie verdammt kurz, schreibt Spider-Pig. Er muss sich ein Video anchor, you know? Dreimal angucken, um es zu sehen. Also es ist vielleicht dann so ein Frame, wo man denken könnte, dass es ein Geisterbild ist. Ja, dann habe ich aber auch schon 200.000. Also nee, das ist... Das ist der Kosten-Nutzen-Faktor. Spät war weiter rechts. War weiter rechts, aber wir haben doch zur Schaukel jetzt geschaut. Vielleicht jetzt hier. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Er leuchtet doch jetzt hin, ne? Bad seat, apparently. Ah, shit! Hä? I know I should have worn my good shoes. Jetzt leuchtet mal, vielleicht ist der andere, jetzt braucht man einen Geister. Oh, shit. Ja? Glad I had my shots. Dann ist weggegangen, da hat jeder hier die unsichtbare Grenze. Andre. Gleich rechts für ein, zwei Sekunden in einem kleinen Raum. Andre? Mach mal langsam gleich. Weißt du, wenn der kleine Raum ist? Diese kleine Kammer, die da gleich rechts ist, vielleicht. Andre! Clancy, you see where Andre went? So, die Frage ist, bleibe ich hinter dem oder nicht? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Naja, wir müssen das Fenster verpasst haben. Hier ist auch so eine super vernagelte Tür, ne? Auf der Treppe, geh doch mal einmal zur Treppe vielleicht. Vielleicht steht der Wartet auf uns. Da bin ich mittlerweile zu abgestumpft, Leute. Nee, mir hat's wieder funktioniert. Ja. Ach, was werde ich Spaß haben, denen die Autoreifen aufzuschlitzen. What the fuck was that? Did you hear that? Ach, warte mal, habe ich die... Andre? Stand da gerade, Gregor hätte warten müssen? Hätte warten müssen und nicht vorlaufen. Ja. Bin ja nicht vorgelaufen, ich hab den ja vorlaufen lassen. Aha, einige hast aber auch schön gerissen, so wie mich gerade im Bürschen. Die Regie kriegt wieder richtig viel Liebe ab gerade dafür, für diesen wunderbaren. Heute schicke ich die Rechnung für meine Unterbuchs, die ich mir vollgezimmert hab. Vollgezimmert! You gotta be fucking kidding me. That's it's fuck. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Yeah. So, you first. Das sieht schön, wie nicht auf uns agiert, sondern also ob wir hinter ihm wären die ganze Zeit. So, bück dich mal. Jemand erschrecken. Für den dritten Anruf, ja. Einfach direkt nach Start der Demo gleich zur Sicherung einsetzen, Treppe hoch zum Telefon, ohne dass die Puppen sich umdrehen und abheben. Das kriegen wir vielleicht noch ganz schnell hin. Wir haben nämlich noch 3 Minuten 30. Okay, oder? Dann hole ich jetzt erstmal die Axt und versuche mal, das mit der Tür zu machen.
Genau, also direkt die Sicherung holen. Direkt das erste, okay, alles klar. Aber obwohl, nee, das ist ja, ja, das können wir aber spät, machen. Ne? Können wir das noch machen? Nee, jetzt nicht mehr, aber wir können gleich nochmal starten. Weil ich will jetzt die Axt holen. Es klingelt oben noch. Also viele sagen wohl, dass man Geister natürlich logischerweise erst besser dann sehen kann, wenn man langsam unterwegs ist. Wir versuchen natürlich ja auch die Zeit zu nutzen. Wir waren auch sehr langsam unterwegs, ja, teilweise. Also ja. Ich weiß nicht, was ihr sonst denn noch wollt. Das müsste jetzt aber wieder der zweite Anruf sein, ne? Oder einer. Ich weiß noch nicht mal, ob das der zweite anders war als der davor. Er klang für mich jedenfalls sehr ähnlich gegenüber dem ersten. Kein Geist. Mal gucken, bringt das was? Wäre schön, ne? Ja, die ist zu klein dafür, da brauchst du so eine richtige Feueraxt. Probieren das gleich nochmal mit dem letzten Anruf. So. Ja. Stars. I know who you are. Who are you? You have the power to choose, but the outcome of that choice may not be what you expect. Welcome to the family. Scheiße. Ich hab schon wieder. Hast du schon wieder? Ich hab gerade so halb den Chat und hab nur halb gehört, was du da machst. Ja. Ach, ist das schön. Ja. Okay, jetzt aber nochmal zack. Ja, dann machen wir. Was hatte ich gesagt? Sofort die Sicherung. Sofort die Sicherung und das Telefon sofort. Genau. Machen. Das kriegen wir noch vielleicht hin. Das kriegen wir noch hin. 1 Minute 50 erschaffen wir. Und immer geh direkt mal durch die Tür, nachdem ihr den Hintertürschlüssel aufgehoben habt. Das ist jetzt too much. Geist läuft vorbei, ihr guckt da nämlich nie hin. Wir gucken überall hin. Der Geist läuft da nur nicht vorbei. So. Hallo? Das habt ihr schon gemacht. Diesmal müsst ihr warten, bis die Puppen sich umdrehen. Aber ich bin ganz verwirrt hier. Er liest einfach nicht mehr. Wir machen jetzt das eine letzte Ding und dann ist gut. Ich glaube, da haben wir der Demo auch mehr als genug Zeit gewidmet. Und wir werden natürlich noch ein bisschen drüber sprechen, das sei auch noch der Hinweis. Ja, gleich bei Game Plus Daily geht es natürlich auch weiter. Unter anderem mit uns beiden zum Thema E3, alles was so gelaufen ist. Wir wollen auch nochmal drüber sprechen. Ist ja doch einiges wieder gewesen heute Nacht. Das stimmt, ja. Und diese Demo ist ja quasi nur so ein Kirschäumel auf der Torte. Das Gute ist, dadurch, dass wir es jetzt direkt spielen können, haben wir nämlich nochmal sehr viel Diskussion, was wir da hätten machen können und Spekulationen hier mit reingebracht. Das heißt also, wir müssen das nicht mehr vor uns herschieben und ich denke, wir werden auch noch mehr als genug über Nintendo zu reden haben gleich. Ja. Weil da fängt die Übertragung von denen ja gleich um 18 Uhr an, ne? Direkt mit dem Start von Game Plus Daily. Genau. Das wird auf jeden Fall hochgradig spannend. So, dann hören wir mal. I know who you are. Who are you? You will have to say goodbye eventually. But will you be ready? Das hatten wir aber schon. Das war das erste Mal. Mit dem Goodbye? Echt? Da bist du. Welcome to the family, son. So, von wo kam er? Ja. Ja, was soll man sagen? Wenn ihr das Ganze noch mal, wie gesagt, also atmosphärisch sehen wollt und dann guckt euch einfach das auf YouTube an, denn wir haben heute jetzt diese Zeit genutzt, um die Demo in allen Varianten. Genau, wir haben einmal die stimmungsvolle, einmal den Rest. Ja, und es hat Spaß gemacht. Ja, und ich auch. Sehr, wie viel es mit Resi zu tun hat, darüber kann man diskutieren, ob das schlimm ist, dass es nicht mehr vielleicht ganz so viel mit Resi zu tun hat. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen weiter debattieren. Jetzt ist aber erstmal Feierabend an dieser Stelle und ich weiß gar nicht genau, was jetzt kommt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber schönes Programm, mit dem ihr euch in einer Stunde sozusagen vorbereiten könnt, dass wir mit Nintendo und Game Plus Daily am Start sind. Bis nachher.